Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, der Alex. Es freut mich, dass ihr wieder am Start seid. Und ja, heute soll es um Rechtstexte gehen vom Händlerbund, wo ich selber Mitglied bin und da meine Rechtstexte beziehe. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du deine Rechtstexte richtig konfigurierst und diese auf Marktplätzen wie Amazon und eBay einpflegen kannst. Das Ganze in diesem Video. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. Ja, Freunde, wenn es um Rechtstexte geht, dann habe ich eine ganz klare Empfehlung, und zwar Händlerbund. Hier bin ich selber schon mehrere Jahre Mitglied und habe nur positive Erfahrungen sammeln können. Deshalb empfehle ich das auch. Wenn du gerade auf der Suche bist nach Rechtstexten, dann ist das eine gute Gelegenheit, denn ich habe für dich einen Rabattcode, den du unten in der Beschreibung findest. Da bekommst du auf jeden Tarif, den du hier siehst, die ersten 3 Monate gratis. Welcher Tarif für dich der richtige ist, das musst du natürlich selbst entscheiden. Es fängt hier mit Basic an. Im Grunde genommen, wenn du gerade so Fuß fassen möchtest in den Onlinehandel, verkaufen auf eBay oder Amazon, dann reicht dir in der Regel der Basic-Tarif. Solltest du aber schon ein eigenes Shop-System haben und auf mehreren Marktplätzen verkaufen wollen beispielsweise, dann würde ich dir Premium empfehlen, denn hier hast du 5 Internetpräsenzen, die du dann im Endeffekt mit Rechtstexten versorgen kannst und diese konfigurieren kannst. Bist du jetzt aber so, dass du sagst, du möchtest hier das Ganze direkt groß aufziehen und hast direkt mehrere Internetpräsenzen, die du ansteuern möchtest und hast vielleicht auch vor, einen eigenen Online-Shop zu gründen und benötigst Rechtsberatung in dem, was du tun möchtest, wo du dann Unterstützung brauchst von Anwälten, die sich mit den Themen auskennen, dann ist da ganz klar die Empfehlung, die Unlimited-Version, die habe ich auch von Anfang an gehabt und war da super zufrieden. Ich konnte jederzeit einen Anwalt kontaktieren, der mir dann im Grunde genommen nichts kostet für die Beratung. Und dann empfehle ich natürlich hier die Unlimited-Version. Professional-Version ist dann wirklich das volle Paket, was hier Händlerbund anbietet. Dementsprechend musst du hier dich selbst entscheiden. Wie gehst du davor? Du sagst jetzt informieren beispielsweise und dann kannst du hier das Paket nochmal aussuchen. Hier hast du auch einen kleinen Vergleich nochmal, was genau du mit dem jeweiligen Tarif bekommst. Und wenn du dich dann entscheidest, dann drückst du jetzt buchen. Und hier musst du dann den Rabattcode, den ich unten in der Beschreibung einpflege, einmal eingeben und bekommst die ersten, wie gesagt, 3 Monate gratis für deine Laufzeit. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen und so weiter musst du natürlich beachten. Hier kannst du dir definitiv hier das Ganze auch durchlesen. So, schauen wir uns das Ganze einmal in meinem Mitgliedschaftsbereich an und schauen, wie wir die Rechtstexte denn überhaupt konfigurieren und welches Angebot uns hier Händlerbund bietet. So, Freunde, ich befinde mich hier in meinem Mitgliedschaftsbereich vom Händlerbund und ihr seht es hier, ich habe die Mitgliedschaft Unlimited Version und bin da super mit zufrieden, habe das von Anfang an schon gemacht und bin seit 2017 hier Mitglied. Warum Unlimited Version? Warum habe ich mich als erstes direkt dafür entschieden? Na, weil einfach die Rechtsberatung hier mit inklusive ist und diese ist, kann man sagen, Gold wert, weil vor allem am Anfang könnt ihr viele Fehler machen und ihr habt auch viele Rechtsfragen. Hier wird euch definitiv geholfen. Ihr könnt hier telefonische Rechtsberatung in Anspruch nehmen, aber auch per Schriftverkehr, was sehr, sehr viel wert ist, meiner Meinung nach. Normalerweise kostet das sehr viel Geld. Hier ist das Ganze mit abgedeckt. So. Wir wollen uns aber anschauen, welche Möglichkeiten es gibt, hier Rechtstexte zu konfigurieren und diese auf Marktplätzen wie Amazon und eBay einzufügen. Wir gehen hier kurz einmal den Mitgliedschaftsbereich bzw. die Angebote vom Händlerbund durch. Ich gehe hier nicht auf jeden Punkt ein, jedoch könnt ihr das Ganze selber euch anschauen. Würde ich auf jeden Punkt eingehen, würde das Video ein bisschen zu lang werden, deshalb überfliege ich einige Sachen und zeige euch hier mal das Ganze. Fangen wir an mit der Mitgliedschaft. Ihr könnt hier meine Mitgliedschaft, wie gesagt, die Tarife auch updaten oder beziehungsweise upgraden. So, und dann habt ihr hier die Möglichkeit, ein Mitgliedslogo in eurem Shop einzupflegen. Ihr habt den SMS-Service, wo ihr dann per SMS direkt über Änderungen der Rechtstexte oder neue Rechtsprechungen benachrichtigt werdet, damit ihr auf dem aktuellen Stand seid. Fair Commerce habt ihr hier ein Logo, was ihr in eurem Online-Shop einpflegen könnt und vieles mehr.
Dann haben wir hier das Recht, und zwar im Rechtbereich haben wir hier die Shop-Übersicht, wo ihr verschiedene Shops erstellt. Das machen wir auch gleich. Dann habt ihr die Rechtstexte, die ihr dann dementsprechend für den jeweiligen Shop oder Marktplatz konfigurieren könnt. Fremdsprachen Shop-Tiefenprüfung, super wichtig und super interessant, ist aber nur bei der Unlimited-Version auch verfügbar. Da prüft Händlerbund mit in einer Rechtsabteilung euren Shop auf Herz und Nieren, kann man sagen, und dann zu sagen, okay, da hat der Shop ein paar Fehler, die abmahngefährdend sein können. Wenn ihr dann den Shop so gesagt komplett auf Vordermann bringt, bekommt ihr auch ein gewisses Vertrauenssymbol, Vertrauenssiegel, was den Kunden auch ein gewisses Vertrauen gibt. So, wir haben hier Sofortschutz, erweiterte Garantie, Jugendschutz, Cookie Content Manager, auch super wichtig für einen Online-Shop, Reaktivierung für Amazon und eBay-Konten. Also wer da Probleme hat und sein Konto wurde gesperrt, dann hilft hier auch tatsächlich Händlerbund. So, dann haben wir Hinweisblätter und vieles mehr. Wir haben hier sogar einen Musterschreiben-Assistent, der euch quasi ja, rechtssichere Schreiben, die ihr anfertigen könnt, direkt an die Hand gibt. Aber das sollte nicht das Thema sein. Wir gehen mal kurz noch zu den Symbolen, Vertrauenssymbole. Wir haben hier das Käufersiegel, was ich schon angesprochen habe, wenn ihr die Shop-Tiefenprüfung macht, aber wie gesagt, nur für einen Online-Shop notwendig. Und wir haben hier Kundenbewertungen, die wir auch uns gleich anschauen. Hier sehen wir es, so ein Siegel bekommt ihr dann. So, bei den Kundenbewertungen wird das Ganze, meine ich, über Shop-Auskunft gemacht. Genau, Shop-Auskunft, dann bekommt ihr hier dementsprechend so ein Logo und könnt das auch in eurem Online-Shop einpflegen und dann werden eure Kunden auch informiert darüber und können euch natürlich auch bewerten. So, gehen wir jetzt nochmal zurück in den Mitgliedschaftsbereich. Wir haben hier nochmal verschiedene Services und zwar haben wir hier auch einen Händlerbund Marketplace, die bieten verschiedene Sachen an. Die haben auch verschiedene Partnerangebote, wo ihr definitiv auch einige ja, Preisnachlässe und Vergünstigungen bekommt. Und zu guter Letzt der Kontakt, wo ihr dementsprechend dann ja, Rechtsberatung genießen könnt. Hier telefonische Rechtsberatung, dann telefoniert er da direkt mit einem Anwalt, der für dieses jeweilige Thema Ansprechpartner ist und vieles mehr. So, aber um das Video jetzt nicht in die Länge zu ziehen, möchte ich hier darauf eingehen, wie wir denn jetzt Rechtstexte konfigurieren. Wenn du nämlich schon Mitglied bist und da ein bisschen Probleme hast, dann zeige ich dir das. Zuerst einmal musst du einen Shop anlegen. Ein Shop kann aber auch ein Marktplatz sein natürlich. Wir gehen mal hier rein. So, ihr seht es hier, ich habe schon einige Shops angelegt und ihr macht dann einfach neuen Shop anlegen, klickt ihr drauf und dann wählt ihr erstmal aus, was ist das für ein Marktplatz bzw. für ein Shop-System. Wenn es ein Online-Shop ist, dann macht ihr einfach Online-Shop, dann könnt ihr auch auswählen, welches System ihr dann nutzt, welche Warenwirtschaftssysteme ihr da im Hintergrund laufen habt und vieles mehr. Uns interessiert hier eBay, das mache ich mal jetzt kurz für eBay. So, dann drücken wir auch eBay. Ihr habt ja auch tatsächlich die Möglichkeit, auch das Ganze für eBay Kleinanzeigen zu machen. Seht ihr hier also eine große Auswahl. So gut wie alles abgedeckt. Dann die Shop-URL müsst ihr hier einpflegen. Hier wird nochmal gezeigt, wie diese auszusehen hat. Da was richtig und was falsch ist, das fügt ihr dann hier ein. Dann sagt ihr, was bietet ihr an? Verkauf von Waren, Seminare, Kurse, Webhosting und so weiter. Also eigentlich viel selbsterklärend. Dann habt ihr hier nochmal die Mailadresse, die ihr einpflegt, was in eurem eBay-Konto natürlich auch drin ist. Und dann macht ihr hier kurz paar Ja-Nein-Antworten. In der Regel sollte das auch alles ja, selbsterklärend sein. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann habt ihr hier so eine kleine Info, wo ihr dann das kurz auch nachlesen könnt. Und solltet ihr trotzdem nicht weiterkommen, nutzt gerne die Kommentarfunktion. Ich gehe gerne auf eure Fragen ein und helfe euch dabei. Was ihr nicht vergessen dürft, ist natürlich die zugehörige Branche auszusuchen für euren Shop bzw. den Marktplatz in dem Falle. Da sagt ihr dann, was ist eure Branche? Zum Beispiel, ihr verkauft Bürowaren. Dann klickt ihr Bürowaren. Ihr habt hier die Möglichkeit, mehrere Sachen auszuwählen. So, und natürlich die dazugehörigen Produkte wählt ihr dann auch aus. Und dann habt ihr auch sehr viel Auswahl hier. Die Kategorien wählt ihr dann einfach. Gut, wenn das ausgewählt ist, speichert ihr das Ganze und dann habt ihr einen Shop angelegt.
So, danach geht ihr hier dann auf Rechtstexte und dann seht ihr natürlich hier alle Shops, die ihr angelegt habt und dementsprechend könnt ihr dann für den jeweiligen Shop eine Konfiguration starten der Rechtstexte. So, ich gehe mal hier auf meinen eBay Shop und möchte hier beispielsweise jetzt Rechtstexte neu konfigurieren. So, und dann wähle ich natürlich alles hier aus, beziehungsweise es ist schon ausgewählt. Hier ist alles schon vorgewählt. Hier wird noch einmal gezeigt, was genau wurde konfiguriert. Die Häkchen sind dementsprechend dann für euren Shop relevant. So, und dann habt ihr hier natürlich unten die Rechtstexte, die für den Shop beziehungsweise für den Marktplatz relevant sind. Wir haben hier das Widerrufsrecht, wir haben AGBs, die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung. Impressum wird automatisch anhand der Stammdaten erstellt, die ihr natürlich eingeben solltet und das habt ihr dann auch. So, und hier geben wir nun die Widerrufsbelehrung ein, beziehungsweise die Widerrufsbestimmungen. So, und hier gebt ihr schon mal alles ein, was ihr nutzt, was ihr nicht nutzt. So, dann habt ihr hier wieder ein paar Ja-Nein-Regeln. Das könnt ihr einmal alles ausfüllen, also so quasi Standardsachen. So, und dann, wenn ihr das Ganze dann soweit hier alles eingegeben habt, hier gebt ihr nochmal ein, wer für die Rücksendung zuständig ist, wer zahlt die Rücksendekosten und. Hier gebt ihr natürlich auch eure E-Mail-Adresse ein, eure Telefonnummer, falls ihr Fax nutzt, dann gebt ihr das auch hier ein. Zusätzliche Adresse benennen, falls die Rücksendung an eine andere Adresse variieren soll, dann gebt ihr das auch hier ein. Hier könnt ihr dann die Adresse eingeben, vielleicht für viele Dropshipper unter euch relevant. Dann kommen wir zu der weiteren Einstellung, den AGBs. Hier ist nicht zu viel einzustellen, aber dennoch relevante Sachen. Kommen wir zu guter Letzt zu der Datenschutzerklärung und zwar, wie bewirbt ihr das Ganze? Ja, nutzt ihr die jeweiligen Sachen hier, die hier angesprochen sind? Was ist euer Warenwirtschaftssystem, was im Hintergrund läuft? Hier gebt ihr das dann auch ein und bieten Sie dem Kunden eine Sofortüberweisung an. Ich sag mal so, ihr selber bietet das nicht an. Aufgrund der neuen Bestimmung von eBay wird das Ganze ja die Zahlungsabwicklung durch eBay abgewickelt. Deswegen reicht es hier, wenn ihr hier auf Nein klickt. So, wenn wir dann auf Speichern drücken, dann werden die Einstellungen gespeichert und konfiguriert. Und nun habt ihr die Möglichkeit, die ganzen Rechtstexte auch auf den Marktplatz zu übertragen. So, die Rechtstexte seht ihr dann dementsprechend hier unten. Wir haben das Impressum, wir haben Widerrufsrecht für den Verkauf von Waren, wir haben allgemeine Geschäftsbedingungen und Batteriehinweise. Das sind gewisse Hinweise, die ihr am Anfang schon festlegt. Für die gewissen Waren, die ihr dann verkauft. Wenn ihr irgendwas mit Batterien oder Akku verkauft, müsst ihr diesen Hinweis natürlich auch einpflegen. Dieser Hinweis ist nur ein kleiner Text, ich zeige euch das eben. Und zwar, das hier muss dann in eurer Angebotsbeschreibung, die ihr bei eBay erstellt, mit angegeben werden. Super wichtig, sonst ist das Ganze abmahngefährdet. So. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie Widerrufsrecht und Impressum pflegt ihr dann ein. Dementsprechend ruft ihr hier genauso auf. Ihr könnt das als PDF, als HTML oder als Text herunterladen. Und das Ganze, alles was da steht, das kopiert ihr immer komplett vollständig und fügt das auf dem jeweiligen Marktplatz oder im Online-Shop ein. Wie ihr das Ganze für eBay macht, mit dem neuen Einstellungsdesign, was eBay ja schon mittlerweile hat, das zeige ich hier in diesem Video. Dazu habe ich bereits ein Video gemacht. Schau dir das gerne an. Falls du dazu Fragen hast, kannst du das Ganze unten in der Kommentarfunktion nutzen. Sonst ist das Ganze damit gewesen. Solltest du vielleicht noch Probleme haben, dann hast du hier die Einstellhinweise für eBay. Und wie du Rechtstexte aktualisierst, findest du auch hier in dieser PDF-Anleitung. So viel zu diesem Video. Ich hoffe, dir war das eine gewisse Hilfe und dementsprechend freue ich mich, wenn du noch weitere Fragen hast. Schreib das unten gerne in den Kommentaren. Ich werde so schnell wie möglich darauf eingehen.
Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast und weiteren solchen Content sehen möchtest, dann freue ich mich natürlich, wenn du diesen Kanal abonnierst, drücke auf die Glocke, so verpasst du dann auch kein weiteres Video mehr. Gib dem Video gerne auch einen Daumen hoch. Das motiviert mich, viele weitere solche Videos zu machen und lässt uns als Community wachsen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Alles Gute, viel Erfolg beim Verkaufen. Ciao.